Ja, hallo liebe sonnige Grüße hier aus Japan. Ach, der Schnee ist schon fast weggetaut, es hatte geschneit. Vor 2 Tagen, das war ein Chaos. Also Japan, irgendwie ist keiner darauf vorbereitet. Ja, ach ja, wieder zur Arbeit. Da habe ich mir gedacht, ich talk wieder ein bisschen über das Thema Arbeit hier in Japan. Ja. Andere wollen arbeiten und ich würde am liebsten einfach nur alles hinschmeißen, aber so ist das Erwachsensein. Man muss halt auch das tun, was einem nicht gefällt. Verdammtes System. Nö, auf jeden Fall. Ja, was wollte ich denn ansprechen? Nö, ich meine bloß, wenn man noch jung ist und unbeschwert und vielleicht noch Teilzeit irgendwie arbeiten kann, noch Student sein kann oder Schüler sein kann, dann auf nach Japan. Ja, ihr werdet eine wunderschöne Zeit haben. Sucht euch nicht unbedingt Tokio aus. Ah, Tokio ist zu groß. Tokio besuchen solltet ihr auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber zum Leben sucht euch was Gemütliches aus. Ja, das ist recht wichtig. Und wie gesagt, ich kann nur jedem ans Herz legen, nach Japan zu gehen, es zu besuchen. Irgendwie, auch wenn es für 3 Wochen ist oder ja, noch kürzer oder länger. Aber wie gesagt, am besten ist es, wenn man als Schüler dahin geht oder sogar Ausbildung kriegt. Es gibt ja nicht nur Universitäten, sondern diese Senmongakko, dann Kurzzeituniversitäten. Ja, vielleicht kann man da was machen. Es gibt auch viele private Sachen, private Unis, private Ausbildungsstätte hier in Japan. Wenn man aus welchen Gründen auch immer, beziehungsweise nein, das klingt irgendwie doof, wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat und sich eine private Schule oder Uni leisten kann, eine internationale, ja, dann sollte man nach Japan gehen. Wenn man schon die japanische Sprache nicht beherrscht und sagt, ja gut, für die Schule bin ich zu schlecht, für Uni bin ich zu schlecht, ich kann kein Japanisch, was soll ich machen? Ja, dann macht es auf dem privaten Wege, internationale Schulen. Auf jeden Fall. Besucht Japan, besucht Japan. Lohnt sich, wenn ihr später älter seid, ausgebildet seid, arbeiten müsst, dann ist es ist nicht das Gleiche. Ja. Es ist Arbeitsleben und Arbeitsleben ist überall gleich. Man hat zwar die japanische Sprache, die einen umgibt und die japanischen Mitbürger, kann man sagen, aber es ist nicht das Gleiche, deswegen. Ja. Arbeiten ist überall gleich. Das will ich damit sagen. Das heißt, Stress ist überall gleich. Arbeiten in Japan ist nicht so stressig, aber sehr lang. Ja, die Leute arbeiten nicht wirklich effizient, die Japaner. Also es kommt mir so vor, was der Chef sagt, so soll es genau so soll es gemacht werden. Wenn es vorgezeigt wird, genau so soll es gemacht werden. In Deutschland ist es ein bisschen einfacher zu arbeiten. Da kann man ja eigene Ideen einfließen lassen. Man kann seinen eigenen Weg der Aufgabenerfüllung gehen. Ja, in Japan ist es ein bisschen, wie gesagt, strikter und das verzögert das Arbeiten. Ja, da arbeitet man vielleicht länger auf diese Art und Weise. Naja, es ist halt. Mich nervt's. Ich finde, ich bin der Meinung. Moment, kurz Mikro nachrücken. So. Ja, ich bin der Meinung, dass ich habe schon viele Teilzeitjobs gemacht. Hier ist die normale Arbeit. Ich weiß nicht. Also, ich habe in Deutschland gearbeitet. Nicht viel, so alt bin ich nun auch nicht, aber habe auch meine Erfahrungen gemacht. Und ich habe den Vergleich und ich finde, Japaner arbeiten total ineffizient, total langsam. Ja, und das ist ziemlich belastend für meine Geduld.
Aber natürlich reiße ich mich zusammen, bin stets höflich. Ja, schimpfe nicht rum oder sonstiges. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr lästig. Sehr, sehr lästig. Ja, weil, ja, wie soll ich das erklären? Zum Beispiel, wenn man auch vorbeiläuft, Baustellen, die brauchen so lange, um irgendwas zu entscheiden. Anträge dauern lange, weil das wird von Schicht zu Schicht zu Schicht zu Schicht abgesegnet. Also quasi von Ebene zu Ebene zu Ebene zu Ebene. Ja. Teamleiter, Bereichsleiter und so weiter und so fort. Und man, es dauert so lange, wenn irgendwas kaputt geht, obwohl man das ja selber lösen kann. Nee, da wird erstmal die Meinung des Höhergestellten gefragt. Obwohl ja das Problem leicht erkennbar ist. Aber da traut sich keiner alleine hin und das ist alles so ineffektiv. So, ach, boah. Ja, es gibt Berufe, die arbeiten ganz normal wie jeder andere, aber es gibt Berufe, das zieht sich wie Kaugummi. Ich weiß nicht, wieso Japaner damit so ein Problem haben, sich irgendwie gesellschaftlich ein bisschen umzustellen, weniger zu arbeiten. Ich meine, viele arbeiten irgendwie 11-12 Stunden am Tag. Alles für die Firma quasi. Leben für das Unternehmen. Und das ist richtig krank. Ja, würden die vielleicht ein bisschen effektiver arbeiten, müssten die nicht so lange arbeiten. Ich habe auch schon mit vielen Japanern gesprochen. Also als ich noch Privatunterricht gegeben habe. Ja, da haben die erzählt, mein Mann ist so und so und er wundert sich, wieso die deutsche Wirtschaft so gut funktioniert. Sie entscheiden so selber und das geht doch gar nicht und so weiter und so fort. Ja, aber es geht. Ich meine, Deutschland ist kleiner als Japan, was die Einwohnerzahl betrifft. Wirtschaftsstark sind beide ungefähr. Also die Wirtschaftsstärke ist ungefähr gleich. Wenn man aber die Einwohner runterrechnet von Japan, dann steht Japan schlechter da. Und Japan ist mit das verschuldetste Land der Welt. Ja, das muss man auch in Betracht ziehen. Wie lange die Wirtschaft hier noch standhält, ganz, ganz schwer zu sagen. Aber wie gesagt, wenn ihr noch jung seid, ab nach Japan. Erlebt das hier, ja, arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich euch empfehlen würde, hier in Japan zu arbeiten. Als Lehrer ja, irgendwas anderes. Nicht unbedingt. Würde ich nicht empfehlen. Also persönlich. Und ob ich das auf Dauer hier in Japan durchhalte, weiß ich auch nicht. Vielleicht mache ich das so abwechselnd. Ja. Jetzt noch ein bisschen Japan. Dann für 2 Jährchen Deutschland. Dann wieder Japan. Ich werde auf jeden Fall versuchen, irgendein deutsches oder japanisch-deutsches Unternehmen zu finden. Weil ja, das geht mir sowas von auf den Sack. Ja. Wie gesagt, sehr anstrengend. Die soziale Absicherung ist in Japan nicht vorhanden. Kann immer was passieren. Ja, man weiß ja nie. Trotzdem ist man so schlecht abgesichert. Auch die teuersten Krankenversicherungen sind immer noch ziemlich schlecht. Ja, im Vergleich zu den Deutschen. Und dann sind sie aber richtig teuer. Ja, Rentenversicherung, gut. Eigenen Spartopf. Naja, gut. Wie gesagt, versucht als Schüler, Student, Auszubildender irgendwie nach Japan zu kommen. Genießt die Zeit. Arbeiten, würde ich euch nicht unbedingt empfehlen hier in Japan. Ich meine, Vollzeit wie immer. Leben hier ist schön. Wenn ihr reich seid, dann zieht nach Japan. Investiert in Japan. Lebt hier und gründet euer eigenes Unternehmen. Dann werdet ihr vielleicht richtig glücklich werden. Ja, wenn ihr beides kombinieren könnt. Aber auf der einen Seite hier nicht unbedingt zufrieden sein bei der Arbeit und dann glücklich außerhalb der Arbeit. Ja, für einige könnte es gehen. Für mich ist es nichts. Ja, für mich ist es echt schwierig. Ja, so außerhalb des Jobs bin ich sehr zufrieden hier, aber im Job, naja, gut. Wie gesagt, ich wiederhole mich wieder mal. Versucht es, ja, Student, Schüler, Auszubildender, irgendetwas, ja.
nach Japan zu gelangen und die Zeit einfach zu genießen. Ein Jährchen, zwei Jährchen vielleicht, Vollzeitstudium, ja, 4 Jahre oder länger, je nachdem. Ja. Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bis demnächst. Ciao.